Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute, einem neuen SAB-Guide, dem vorletzten SAB-Guide, glaube ich. Vielleicht mache ich nur einen zu dem anspruchsvollen Kunden. Auf jeden Fall geht es heute mal wieder um den Tribulation-Mode. Heute schauen wir uns, wie ihr schon hier im Eingang sehen könnt, die Welt 2 an mit allen drei Zonen im Boxstellmodus. Ich mache das wie bei der ersten Welt. Wir laufen also von Wolke zu Wolke als Safe-Spots. Ich nehme diese Teile mal auf, zeige euch also meinen idealen Weg. Ihr könnt das gerne kopieren für euch. Ihr habt also noch genügend Zeit, 1, 2, vielleicht auch 3 Waffen euch zu holen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir legen los. Wir fangen also an mit Welt 2, Zone 1 und fangen hier direkt an bei der Bambusfalle. Denn wichtig, hier sind überall Stachelfallen, da dürft ihr also nicht rüberspringen. Deshalb bleiben wir hier überall am Rand, springen also von Kante zu Kante zu Kante, können dann auf den Stein, dann hier rüber, durch die Häschen, dann nach rechts eindrehen, über diese weißen Felder hier, ganz wichtig, dann nicht in diese Blumen reinspringen, die Blumen explodieren nämlich, dann einfach weiter am Rand, hier kann eigentlich nicht viel passieren, es gibt hier wirklich wenig Stachelfallen am Anfang. Das ist also wieder mal so ein Tribulation-Mode-Zone zum Eingewöhnen, dann einfach hier weiter, hier weiter. Hier eine wichtige Sache, hier ist ja eigentlich eine Hand, die habe ich schon mal ausgelöst bei einem Probelauf. Wenn die Hand kommt, dann zielt die als Rakete auf diese Straße, ach, auf die Straße sage ich schon, auf die Brücke. Deshalb bitte hier über diese Holzpfähle springen, dann geht es weiter, weiter, weiter. Hier springe ich immer sehr schnell an den Rand, weil der Stein eben auslöst und hochhüpft, den könnt ihr natürlich ausweichen. Dann habt ihr hier noch einen Stein, der hochhüpft und hier über den einfach drüber springen. Der kann euch also eigentlich nur gegen die Wand stoßen. Hier gibt es eben die wenigsten Steine, die hier eben hochhüpfen, die schmeißen euch auch gegen Stachelfallen oder so. Dann einfach hier rüber. Hier wichtig, auch der Stein löst aus. Da einfach mal schnell rüberspringen und ausweichen, damit ihr nicht wieder nach unten ins Wasser fallt. Dann geht es weiter. Hier wichtig, ja nicht dahin laufen, da ist auch eine Stachelfalle. Dann geht es weiter hier rum. Hier wiederum gibt es eine Stachelfalle, die löst hier vorne aus, das heißt hier bitte nicht drauf springen, sondern direkt von hier oben auf dieses Gebiet drauf. Dann geht es hier einfach weiter über die Steine. Auch hier kann nichts mehr auslösen, was euch irgendwie gefährlich wird, deshalb hier einfach am Rand bleiben. Hier direkt über die Steine hochhüpfen, weiter, weiter, weiter. Die Schildkröte könnt ihr erledigen, müsst ihr aber nicht. Über die kann man nämlich auch hochhüpfen und wir haben Checkpoint 1 erreicht. Bis zum Checkpoint 2 ist es dann auch relativ einfach. Ihr braucht hier für den nächsten Part eigentlich entweder die Peitsche, die habe ich hier auf der 4 hängen, oder aber, warum geht das jetzt gerade nicht? Genau, ihr habt die Peitsche oder aber ihr habt eine Bombe. Ihr müsst nämlich hier diese verschiedenen Monster immer aktivieren. Es ist natürlich euch überlassen, wie ihr das macht, aber gerade die weit entfernten, die müsst ihr auf jeden Fall mit der Peitsche aktivieren oder eben den Bomben. Hier also einfach über die Krokodile springen und so weiter und so fort. Das ist sehr einfach. Meistens reicht auch die Reichweite der Waffe aus, die ihr habt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Stock noch geht. Auf jeden Fall mit der Waffe, die ich habe, geht das ohne Probleme. Hier oben wird es ein bisschen gefährlich, denn der Stein hier oben, der springt gerne hoch. Da könnt ihr einfach mal den aktivieren und dann entsprechend zurückspringen, denn der haut euch sonst wieder ins Wasser. Habt ihr den aktiviert, dann einfach über die Schildkröten weiterlaufen, immer weiter. Hier wiederum lasse ich auch diese Bubble aus. Ich glaube, da ist eine Falle. Ich probiere das aber meistens auch nicht aus. Jetzt wird es ein bisschen heikler. Und zwar ist ja da das Fass, was explodieren kann. Hier ist ein Stein, der hochspringt. Ihr könnt entweder direkt mit dem Dodge-Jump hier rüber dann das Fass ausschalten. Oder ihr springt über diesen Stein und dann nach links rüber. Passt aber auf, der springt eben hoch und ist sehr gefährlich. Ja, dann geht es hier einfach weiter auf diesem Weg. Hier wiederum ist eine Stachelfalle, wenn ich mich recht erinnere, deshalb springe ich hier immer rechts über die Holzpfähle. Auch hier vorne mache ich das dann wieder, weil ich immer noch Angst habe, dass überall eine ist. Deshalb einfach das damit umgehen und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Auch der nächste Part bis zu dem nächsten Checkpoint ist wirklich mega einfach, da müsst ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Einfach über die Krokodile springen, alle hier aktivieren, hier braucht ihr nicht mehr eine Peitsche, das geht also auch alles mit der normalen Waffe. Schildkröten immer nicht vergessen, dass ihr die auch aktiviert. Was war das jetzt? Das war ein bisschen komisch. Dann einfach hier rüber, hier rüber, hier rüber. Dann gehen wir weiter über diesen Abgrund, drehen uns nach rechts, gehen hier weiter. Ihr könnt hier natürlich auch ganz einfach mal abkürzen mit einer Dodge-Rolle. Ansonsten einfach über diesen großen Abgrund da. Hier wiederum glaube ich nach wie vor, dass hier eine Stachelfalle ist. Deshalb einfach von diesem Holzpfosten zum Checkpoint springen und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Den Weg bis zum nächsten Checkpoint, den werde ich direkt kombinieren mit dem Weg danach noch zum nächsten Checkpoint, denn hier ist alles wie im Normal Mode, hier gibt es also überhaupt keine Sachen, die sich irgendwie verändern. Was ihr hier machen könnt, ist hier spawnen immer die Assassinen, die könnt ihr getrost ignorieren, es sei denn ihr wollt ihre Bubbles haben, also diese Blasen, aber eigentlich braucht ihr die auch nicht. Könnt die getrost ignorieren, weicht immer schön diesen, jetzt muss ich kurz überlegen, diesen Wurfstern aus, wie heißen die nochmal, Shuri, irgendwas. Ja, einfach ausweichen den Assassinen und dann
springen wir hier oben schon auf den nächsten Checkpoint drauf, kombinieren den einfach mit dem nächsten, denn ihr müsst wirklich nichts tun, als am Leben zu bleiben. Ihr wisst ja, hier auf dem nächsten Teil gibt es also auch keine Tribulation-Mode-Fallen oder so. Einfach euch verteidigen gegen die Assassinen, also einfach angreifen, zurückschlagen, die Guten, wenn sie wieder auftauchen, einfach nochmal draufhauen. Ja, und sonst kommt danach nämlich direkt der nächste Checkpoint und entsprechend gleich ist das hier. Ihr könnt sogar rein theoretisch immer einen Schlag, habt ihr eigentlich immer frei auf die Assassinen, die spawnen meistens und ihr könnt schon einmal draufhauen, bevor sie euch überhaupt Schaden machen können. Das seht ihr hier wieder. Ja, und sonst gibt es eigentlich hier nur den Tipp bei denen, die dieses Schwert haben, also die das Katana haben, bei den Samurai aufpassen wegen den Sprung. Und die Kleinen, die sind also direkt nach zwei Schlägen tot. Die Großen hier, die brauchen natürlich drei Schläge. Vielleicht kommt nochmal so ein Kleiner, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Hier, nee, ist auch wieder ein Großer. Und er kann einen auch mal treffen, das macht auch nichts, denn die lassen ja dann trotzdem auch immer mal wieder Leben fallen. Ja, und sonst, ist es eigentlich sehr einfach. Die Blase kriege ich nicht. Hier ist so ein Kleiner, der hat also nur, der hält nur zwei Schläge aus, wirft also diese Wurfsterne. Und ja, da vorne ist dann schon der letzte Wasserfall und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Und dieser nächste Checkpoint, der ist dann direkt hier. Bis zum nächsten Checkpoint ist es dann auch relativ einfach. Die einzige schwierige Stelle ist dann hier. Hier sind nämlich Fallen, das heißt, wir müssen hier direkt, müsst also mir direkt folgen, hier einfach gerade und dann drumherum laufen. Genau meine Kurve. Auf diesen grünen Abschnitt könnt ihr wieder drauf. Ihr müsst jetzt natürlich, bevor wir die Blume aktivieren, müsst ihr das Krokodil schon mal fertig machen. Das heißt, Bombe in die Hand und werfen. Nicht so werfen, sondern ein bisschen weiter werfen. Habt ihr das geschafft, dann einfach auf die Blume springen und ihr werdet direkt rüber gepottet zum Krokodil, von dort einfach hier rüber und dann hier rüber. In meinem Testlauf habe ich schon mal die Bäume deaktiviert, da wären hier jetzt Bäume und da Bäume, da einfach eure Fackel nutzen oder eben die Kerze, ich glaube es geht sogar nur mit der Fackel. Den Bären könnt ihr erledigen, müsst ihr aber nicht, dann geht es einfach weiter. An der Kröte vorbei, hier wäre eigentlich eine Kröte. Ihr könnt da töten, dann könnt ihr hier einfach mit den normalen Waffen weitermachen. Ihr braucht hier nicht mal eine Peitsche oder so zu benutzen. Einfach die Schildkröten aktivieren und die Krokodile aktivieren. Dann geht's hier weiter. Hier mal aufpassen, diese Kröte, die kann ein bisschen nervig sein. Wenn ihr schnell genug dran vorbeispringt, müsst ihr nicht einmal irgendwas machen, die nicht einmal angreifen oder so. Ich töte sie jetzt einfach mal, dann haben wir hier einen kürzeren Weg. Dann auf diesen Geysir, dann hier rüber und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Auch der nächste Part kommt komplett ohne Fallen aus, deshalb finde ich auch, dass Zone 1 der Welt 2 irgendwie die leichteste Zone von allen ist. Wir gehen also hier einfach weiter, achtet hier mal ein bisschen darauf, dass ihr nicht von den Fischen getroffen werdet. Das ist meistens nicht wirklich vorhersehbar, aber ihr könnt trotzdem immer versuchen auszuweichen. Ja, hier ist noch eine Kleinigkeit, die vielleicht ein bisschen schwierig ist, und zwar dieser Stein hier, der hüpft gleich hoch. Ihr könnt jetzt natürlich versuchen, euch einfach schnell dahin zu beeilen. Wenn das nicht funktioniert, lasst euch einfach ein bisschen hin und her hauen. Das macht eigentlich nicht viel aus. Ich habe es zum Beispiel gleich geschafft, also habt keine Angst. Dann hier könnt ihr einfach die Schildkröte aktivieren. Geht dann einfach weiter über den Geysir. Also heute habe ich es irgendwie, den Geysir, und dann sind wir auch schon beim nächsten Checkpoint. Der nächste Checkpoint wird unser erster Wolken-Checkpoint. Wir können also nicht den normalen Weg hier rechts lang gehen zum Checkpoint, sondern müssen an den Hinterwäldlern vorbei. Die könnt ihr eigentlich getrost in Ruhe lassen, die tun euch nichts. Also lasst euch hier einfach Stück für Stück nach unten fallen, holt euch den Luftballon und dann geht es hier weiter, also einfach den Weg entlang. Hier gibt es auch keine großen Fallen. Ein Problem könnte für manche sein, dass um die Ecke springen. Das solltet ihr aber eigentlich auch hinbekommen. Dann geht es einfach weiter hier hoch, auf diesen Stein, auf den Stein, auf den Stein. Dann hier um die Ecke springen, auf den Sprungpilz und wir haben die Wolke. Von dem Wolken-Checkpoint aus wird es jetzt ein bisschen länger und schwieriger. Wir fangen an mit einer Bombe, die wir hier in die Wand werfen. Wir kommen jetzt also hier in die Hillbilly-Höhle und machen jetzt hier direkt weiter. Ein kleiner Tipp hier in der Höhle, haltet euch einfach so gut es geht immer links. Das habe ich damals noch von Dalfi gelernt, die hat das auch in ihrem Video, glaube ich, damals immer geschrieben. Links halten, nach Möglichkeit nie in die Hinterwäldler laufen und auch nicht in die Bomben, also einfach hier durch, ohne Probleme. Das ist eigentlich wirklich nicht schwer, wenn man ein bisschen aufpasst und dann geht es da auch schon raus. Jetzt kommt, glaube ich, ein Bär, genau, da ist auch der Bär, den könnt ihr getrost ignorieren. Ihr könnt ihn natürlich auch töten, wenn ihr wollt, geht einfach dann hier weiter, bis hier auf das Gebiet. Ich glaube sogar, der folgt uns. Und jetzt müssen wir einfach hier warten, bis die Holzstämme kommen. Mit denen geht es dann natürlich nach vorne. Ihr könnt auch eins machen, ihr müsst nicht mal die Holzstämme benutzen. Ihr könnt auch einfach über das Wasser euch treiben lassen. Das geht auch. Ich meine, ihr verliert kein Leben und auch so gibt es kein großes Problem. Hier ist ein bisschen das Problem. Hier gibt es also diese Bockschwerwolke, die kann ein bisschen nerven. Wir können nicht direkt zu dem Checkpoint, müssen also hier über die Wände gehen.
hier einfach am Rand entlang, das ist auch kein großes Problem. Und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Der nächste Checkpoint stellt vor allem für all diejenigen Probleme dar, die nicht gerne springen und mit so, ja, mit so Eckproblemen, mit Ecksprüngen Probleme haben. Wir holen uns erstmal hier den Luftballon. Auf dem Weg ist hier eigentlich ein Bär, den können wir umbringen. Und da ist ein Fass, das können wir zerstören. Dann gehen wir hier über die zwei Pflanzen an den Rand, gehen hier bis zur Kante und müssen jetzt Kante, Kante, Kante springen, weil rechts von uns an beiden Stellen jeweils Stachelfallen sind. Ihr dürft hier vor allem, das ist so der gefährlichste Sprung, hier bin ich eigentlich jetzt schon an der maximalen Kante. Wenn ihr jetzt auch nur ein kleines Stück nach rechts geht, würde schon die Stachelfalle auslösen, deshalb einfach weiterspringen. Auch hier ist es unglaublich wichtig, auch hier wieder über die Kanten zu springen, weil auch hier Stachelfallen sind. Dann geht es weiter und jetzt geht eigentlich der Part los, der so große Probleme macht, zumindest vielen Leuten. Hier gerade so ein Sprung, da gibt es eigentlich einen kleinen Trick, und zwar springt, sobald ihr hochspringt, drückt ihr bitte die W-Taste, dann ist es eigentlich kein Problem, auch die Kante zu erreichen. Dasselbe könnt ihr dann bei allen anderen Sprüngen machen, hier mit dem Pilz, dann geht es immer weiter nach oben. Hier gibt es eigentlich sonst auch wirklich überhaupt keine Gefahren mehr. Auch hier einfach die W-Taste gedrückt halten und jetzt geht eigentlich das, ja, das Gebrechen los. Jetzt kommt der Teil, an dem auch ich oftmals sage, alter Schwede, was haben sie sich hier nur einfallen lassen, denn oftmals ist hier natürlich das Kameraproblem ein großes Problem. Ihr habt also meistens die Kamera irgendwo, nur nicht da, wo ihr sie eigentlich haben wollt, um die Sprünge zu schaffen. Das heißt, ihr müsst euch hier einfach ein bisschen hochkämpfen, so gut es geht. Denkt immer daran, zur nächsten Kante einfach zu springen, bei der nächsten Kante Ausschau zu halten, dass ihr die erreicht. Ihr habt gerade gesehen, ich bin jetzt wieder ein Stück zurückgefallen. Das ist eigentlich kein großes Problem. Euch kann hier wirklich nichts das Leben kosten. Es sei denn natürlich, ihr fallt ganz runter und fallt dann in irgendwelche Stachelfallen rein. In dem Fall habt ihr natürlich ein Problem. Gar keine Frage. Dann seid ihr hier oben. Hier, wenn ihr hier seid, habt ihr eigentlich schon das Gröbste geschafft. Dann geht es nur noch mal über ein paar Ecksprünge hoch. Hier immer daran denken. Drückt bei diesen Sprüngen bitte ganz oben immer die W-Taste. Ihr seht gerade, ich bin wieder ganz runtergefallen. Das ist kein großes Problem. Wir machen nochmal ganz kurz von hier weiter. Immer schön die W-Taste gedrückt halten, denn dann habt ihr bei solchen Sprüngen auch nicht das Problem und versucht euch immer, das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann, an der Wand zu orientieren. Also versucht mit dem Charakter einfach gegen die Wand zu steuern, dann habt ihr dort auf jeden Fall eine Grenze, an der ihr nicht vorbeifliegen könnt. Ne, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr daran denkt. So, und wenn ihr dann hier einfach entsprechend die Sprungparts geschafft habt, dann geht es hier weiter hoch. Wie gesagt, hier der Ecksprung ist noch ganz wichtig, dann hier rüber und dann haben wir hier oben auch schon wieder die Wolke erreicht. Der nächste Part hat viel mit Timing zu tun, wir müssen jetzt schauen, wie die Loks sich bewegen und versuchen, diese Plattform zu überspringen. Deshalb empfehle ich euch hier darauf zu warten, dass einer der Langsamen, zwar der zweite Langsame, der hier runterkommt, das sind gerade die zwei Schnellen, der Langsame, der hier runterkommt, der muss schon ungefähr auf der Höhe hier sein, damit ihr den schafft. Denn wir müssen wirklich mit den ersten beiden, also unserem Langsamen und diesem zweiten Schnellen, müssen wir es schaffen, diese Plattform zu überspringen, denn dort sind eben Stachelfallen. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal, indem wir dann, jetzt müssen wir ganz kurz mal warten, der ist also jetzt falsch gefahren praktisch, das war das Problem, das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz warten, bis also der nächste langsame runterkommt und mit dem werden wir uns dann eben dorthin bewegen. Ganz einfach, weil das die Möglichkeit bietet, diese Plattform zu überspringen. Das heißt, wenn jetzt der Langsame kommt, dann gehen wir direkt auf den drauf. Wenn er da ist, und jetzt ist er da, jetzt müssen wir warten, bis der Schnelle kommt. Wir müssen also über diese Plattform springen, müssen uns also jetzt beeilen. Jetzt kommt der Schnelle, den erwischen wir mit einer Dodge-Rolle und machen direkt weiter und kommen auf den. Können jetzt auf den nächsten Schnellen warten, das ist gar kein Problem, und können von dem Schnellen dann auf den Langsamen und letztlich auf die Plattform springen, die uns dann also zum Checkpoint bringen. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn das beim ersten Mal nicht schafft, dann ist das gar kein Problem. Deshalb holen wir uns ja auch die Wolken, genau für solche Sprünge, damit ihr das eben dann auch schaffen könnt. Ja, und wir haben den nächsten Checkpoint. Ja, und nun fehlt uns nur noch der Weg zum Boss, das ist kein großes Problem, er läuft einfach hier geradewegs zur Blume, von der Blume dann hier rüber und von der Blume dann darüber. Und jetzt beim Bossfight gibt es eigentlich nur einen kleinen Tipp, und zwar macht ihr folgendes, ihr kämpft gegen den ganz normal und achtet nur darauf, wenn er dann diese Attacken macht, dass er eben hier nicht in einem dieser vier Quadranten steht, und wenn er gleich lacht, macht er so eine runde Attacke, da einfach eine Dodge-Rolle nach vorne, und zwar genau jetzt, einfach einmal ausweichen. Dieses Brennen danach, das hat keinen Effekt auf euch, also wirklich nur der Laser am Anfang, das heißt, ihr könnt ganz getrost hier an einer Stelle stehen bleiben, müsst natürlich immer gucken, dass euch dieses Schießen von ihm nicht erwischt. Jetzt hat mich gerade der Kreis erwischt, das ist kein Problem. Ja, an sich ist das wirklich Kikifax, wie man so schön sagt, kinderleicht. Auch wenn er dieses Rundschießen macht, da könnt ihr eigentlich hier getrost immer stehen bleiben. Und siehe da, wir haben Zone 1 der Welt 2 abgeschlossen und kommen somit zu Zone 2.
So Leute, dann machen wir weiter mit Zone 2 der Welt 2. Wir fangen an, erstmal hier nach rechts zu laufen. Hier gibt es eigentlich wenig tricky Jumps. Es gibt, ja, 1, 2 vielleicht, aber das war's auch. Hier ist das Wichtigste erstmal, hier auf der Kante zu bleiben, weil hier ist ein Stachelfalle, oder ihr springt direkt auf das Holzstück hier. Das ist euch überlassen. Hier der nächste Part. Ihr könnt hier reinspringen, um die Ecke springen. Der Sprung ist aber ein bisschen gefährlicher, als einfach hier mit einem Dodge Jump rüber zu springen. Das ist wirklich sehr leicht. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euch am ehesten liegt. Dann machen wir hier weiter. Hier ist ganz wichtig, wenn wir hier hinkommen auf das Gebiet, hier ist eine Stachelfalle, also haltet euch gleich ganz links, über die Steine springen, einfach über die Steine, immer weiter. Auch hier wiederum ist links eine Stachelfalle, also wirklich hier ganz knapp auf diesen Rand springen, dann einfach hier rüber, den Assassinen so gut dodgen und wir haben den ersten Checkpoint erreicht. So Leute, der nächste Checkpoint ist der etwas schwierigere. Gerade hier in diesem Part bietet es sich eigentlich an, den Dodge-Jump zu beherrschen. Diesen Sprung hier, wichtig am Rand zu bleiben. Hier rechts ist eine Stachelfalle. Diese Sprünge könnt ihr alle mit dem Dodge-Jump natürlich viel leichter machen. Deshalb hier immer versuchen, den auch drauf zu haben. Wir gehen jetzt hier links lang, weil hier rechts Stachelfallen sind. Auf diesem Baum bleiben wir. Hier ist eigentlich so ein Sprung, den ich meine. Ihr könnt vom Rand springen, um das zu schaffen. Oder ihr macht einfach den Dodge-Jump. Das ist immer einfacher. Immer bitte das versuchen, damit ihr auch wirklich nicht so oft failt. Dann gehen wir hier hoch. Hier hoch, hier ist natürlich ein Stachelfall, deshalb können wir nicht direkt mit dem Ballon da lang gehen. Wir bewegen uns weiter nach rechts, bleiben hier immer schön am Rand, das ist ganz wichtig. Also jetzt hier vorne, hier bleiben wir also immer am Rand, dann hier in der Mitte wiederum ist eine Stachelfalle und ihr lasst euch einfach hier in der Mitte runter und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. So Leute, zum nächsten Checkpoint bewegen wir uns einfach hier hoch, bleiben hier am Rand schön. Hier springen, nach vorne drücken, dann geht es über die Pflanzen weiter. Hier hoch, an der Blume links vorbei. Dann hier weiter, schön am Rand bleiben, denn die Blume ist eine Stachelfalle. Hier mache ich immer einen Dodge-Jump rüber. Ihr könnt auch normal springen, aber es ist ziemlich schwierig. Hier wiederum, die ganzen Steine, die werden sich dann hochbewegen, also springen. Hier einfach einmal reinlaufen, das ist mein Tipp, und dann eine Dodge-Rolle machen nach vorne. Ja, hier auf dem Feld ganz wichtig, die unteren Wolken, also die ein bisschen tiefer liegen, die sind eine Stachelfalle. Also auf die erste springen und dann gleich direkt hier weiterspringen, sonst werdet ihr da getötet. Und jetzt ist es eigentlich sehr leicht bis zur Wolke und bis zum Luftballon, also einfach über den Baum hier rüber springen, immer weiter hoch, hier ein bisschen an den Rand gehen, nach vorne springen, hier ein bisschen oben rum reindrehen, das ist immer ein bisschen schwieriger, also ihr zielt praktisch da oben auf den Ast, so wie ich es gerade gemacht habe, weiter hier rum, dann hier hoch zum Luftballon und jetzt praktisch hier hoch. Der ist ein bisschen tricky, der Sprung, aber es geht, keine Frage. Ihr könnt auch immer mal den Luftballon hier, diesen Sitz praktisch benutzen zum Hochkommen. Aber ihr seht schon, auch ich faile hier bei dem oft. Weshalb ich zum Beispiel diesen Luftballon eigentlich, wenn ich dann hier Speedruns mache, um mir diese Medaillons zu holen, auch gelegentlich auslasse. Ja, und damit haben wir den nächsten Checkpoint. So, ihr werdet jetzt auch sehen, warum ich eigentlich gesagt habe, ich lasse den hier oft aus, den Punkt, weil ich jetzt einfach von hier aus wirklich nicht mehr weit springen muss bis zum Zielort. Wir bleiben hier einfach am Rand, das ist das Ziel, auch hier unten am Rand bleiben, denn das gesamte Plateau hier rechts ist eigentlich eine einzige Stachelfalle, deshalb bleiben wir hier schön links, links, links und haben den nächsten Checkpoint erreicht. Der nächste Abschnitt ist eigentlich auch relativ einfach, meiner Meinung nach, bis zum nächsten Wolken-Checkpoint. Das heißt, wir bewegen uns hier links entlang, bleiben hier links, weil hier alles eine Stachelfalle ist. Dann drehen wir uns, hier ist nämlich jetzt links alles eine Stachelfalle und jetzt ist es wichtig, nur auf der Höhe von diesen Pylonen hier zu bleiben, denn rechts von uns ist jetzt auch alles eine Stachelfalle. Ihr könnt also hier einfach euch hochbewegen, dann einfach auf den Baum drauf. Der Baum ist jetzt also der Weg nach drüben. Hier auch ganz wichtig, ihr müsst jetzt es schaffen, auf dieses Ding hier zu kommen, denn hier unten ist alles eine Stachelfalle. Ich mache das immer mit einem Dodge-Jump, ist am sichersten. Ihr könnt das aber auch natürlich wieder mit einem ganz normalen Sprung schaffen. Hier auch schön am Rand bleiben, ihr könnt das Fass einfach so auslösen, dann einfach hier auch links am Rand bleiben, den Luftballon nehmen, auf den Baum drauf, hier links halten, auf den Baum, auf den Baum, auf den Baum und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Im nächsten Abschnitt kombinieren wir jetzt gleich zwei Checkpoints, denn die sind sehr nah beieinander. Erstmal hier diesen weiten Sprung schaffen von dem letzten Checkpoint, dann gehen wir über den Baum nach oben. Natürlich ist der Baum jetzt hier wieder die Rettung, wir können natürlich den normalen Weg nicht laufen. Hier ist es wichtig, ihr müsst jetzt direkt auf diesen Pylonen landen, das ist vielleicht gelegentlich ein bisschen schwer. Versucht das einfach immer wieder. Hier natürlich links am Rand halten, denn rechts der Weg ist natürlich getrappt sozusagen. Dann gehen wir hier runter. Ihr könnt hier diese Assassinen töten, müsst ihr aber nicht, wenn ihr den irgendwie ausweichen könnt, ist das eigentlich auch kein großes Problem. Und ja, wer das hier kennt aus dem Normal Mode, der weiß schon, wir müssen jetzt also den Oktopus füttern. Das ist sicherlich auch für alle, ja, ganz, ganz normal. Sollte jetzt auch keinen groß wundern. Das ist also alles beim Alten geblieben. Da gibt es also keine speziellen Fallen. Das wäre auch richtig, richtig übel, wenn es hier Fallen gäbe. Das heißt, hier könnt ihr einfach
die Fische rauslocken, wie im Normal Mode, da ändert sich nicht viel dran. Und dann machen wir schnell den Oktopus und dann erreichen wir somit auch den nächsten Checkpoint. Ich mache das noch kurz durch, damit ihr auch seht, dass auf dem Weg dahin auch im Tribulation Mode keine große Falle mehr wartet. Das heißt auch hier einfach alles töten. Und siehe da, der Oktopus ist genug gefüttert und wir können endlich dann hochgehen zum finalen Checkpoint. Nehmen wir unseren Fisch mit. Sprung, Sprung und der nächste Checkpoint. So Leute, der nächste Part ist ein bisschen nervig. Hier kann also viel passieren, wenn ihr nicht aufpasst. Das erste Problem ist der Sprung gleich. Wenn ihr hier zu weit nach links kommt, dann löst ihr eine Stachelfalle aus. Das muss nicht sein, deshalb schön am Rand bleiben. Wenn ich am Rand bleiben sage, meine ich natürlich immer so mit einem Fuß praktisch schon im Aus wieder. Auch hier am Rand bleiben, über die Steine dann nach oben drehen. Jetzt über den Baum nach oben, soweit es geht. Hier gibt es also auch keine Fallen auf den Blättern. Dann einfach weiter, jetzt hier von dem Stein auf den Stein und gleich weiterspringen. Der löst nämlich aus. Und wenn die Kröte auslöst, dann auf jeden Fall warten. Die ist nämlich sehr, sehr gefährlich. Hier nicht zu weit an die Wand kommen. Da ist nämlich auch nochmal eine Stachelfalle. Das darf eigentlich auch nicht passieren. So, jetzt kriege ich den Sprung nicht mehr hin. Da will ich hin. Jetzt einfach nach oben. Hier könnt ihr einfach so reindrehen, so, so, so. Also immer schön den Baum nach oben springen. Dann bewegen wir uns hier direkt weiter. Das heißt, hier einfach rüberspringen. Dann um diesen Rand drumherum. Auch da gibt es eigentlich wenig Fehlerquellen für euch. Die Kröte hier könnt ihr ruhig töten. Die kann nervig sein, muss aber nicht. So haben wir jetzt hier den Punkt erreicht, dann wollen wir einfach nur noch hier rüberspringen, können in einer geraden Linie hochlaufen, hier kann nicht mehr viel passieren, bis auf diesen einen Assassinen und dann sind wir auch schon am nächsten Checkpoint. Der Weg von dem Checkpoint zum nächsten ist eigentlich sehr einfach. Ihr pullt hier einfach den Assassinen raus, den ich jetzt natürlich schon besiegt habe, weil das sonst zu lange dauert, und tötet den einfach hier außerhalb. Dann pullt ihr hier oder pusht hier diesen Stein zurück und springt hier nach oben. Habt ihr das gemacht, dann geht es eigentlich sehr, sehr straightforward weiter. Wir springen hier rechts entlang, weil links eine Stachelfalle ist. Einfach hier drumherum springen. Dann geht es hier weiter. Also hier ungefähr auf der Höhe ist die Stachelfalle, deshalb müssen wir rechts entlang gehen. Dann aktivieren wir hier natürlich nochmal mit der Hand das Tor, das ist sicher auch unklar. Dann geht es weiter über die Wolke jetzt gleich, das heißt wir springen hier nach links. Links, dann geht es hier runter auf diese Plattform, Nummer 1. Nummer 2, ihr könnt auch direkt hier auf die drauf springen. Nummer 3, 4 und so weiter und so fort. Und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Zum nächsten Checkpoint ist es dann eigentlich auch relativ einfach. Ihr müsst erstmal hier oben natürlich die Brücke aktivieren. Das habe ich jetzt schon gemacht. Das heißt, ihr haut hier einmal gegen den Gong davor. Dann fährt die Brücke runter und dann müsst ihr da oben die Steine schieben wie im Normal Mode. Habt dazu aber noch eine Boxschwerwolke, die euch richtig auf den Sack geht. Da könnt ihr einfach im Boxschwer im Normal Mode mal ausprobieren, wie ihr das alles legt. Ich habe das jetzt natürlich schon mal vorbereitet. Wenn ihr das einmal im Normal Mode gemacht habt, bekommt ihr das hier im Boxschwer Modus auch ohne Probleme hin. Ihr müsst hier dann lediglich noch dann in die Mitte. Wir gehen jetzt einfach mal die Runde. Ihr seht schon, wie ich die Steine also arrangiert habe, wie im Normal Mode. Es geht aber natürlich auch viel, viel schneller. Ich glaube, insgesamt muss man lediglich viermal die Teile, also bestimmte Teile nur bewegen. Wir haben jetzt schon mal hier ein paar bewegt, dann geht es einfach noch in die Mitte, dann einfach nach oben. Das ist jetzt gerade ein bisschen gefällt, da müssen wir ein bisschen noch schauen, nach oben drücken und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. So Leute, beim nächsten Checkpoint ist es wichtig, dass man hier eigentlich erstmal den Assassinen tötet. Das kann man einfach machen, indem man nicht die Schleuder, sondern die Bomben nimmt. Hier einfach die 2 drückt und das nach innen wirft. Damit geht dann hinten schon die Brücke nach unten. Die ist nämlich sonst oben. Das haben wir jetzt schon gemacht. Also gehen wir jetzt weiter. Wir laufen einmal drumherum. Gehen hier über die Wolke nach oben. Wir wollen jetzt aufs Dach kommen von der ganzen Einheit hier. Und jetzt wird es wichtig im nächsten Part, dass wir uns an diesen gelben Schnüren orientieren. Denn, und das ist das Tolle, der ganze innere Teil hier ist mit Stachelfallen gespickt. Also bleiben wir hier an den gelben Bereichen, orientieren wir uns daran und springen wirklich von gelbem Teil zu gelbem Teil. Haben wir das geschafft, geht es hier weiter. Wir bewegen uns jetzt hier auf die Wolke. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erkennen, wenn euer Bildschirm ganz weiß ist. Deshalb da immer ein bisschen aufpassen, dass ihr das auch wirklich trefft. Jetzt kann man ohne Probleme hier weiter über die Wolken gehen. Wir wollen also links auf das Dach kommen. Auch hier wieder aufpassen, dass ihr nicht daneben tretet, denn die Wolken sind gelegentlich mit dem vom Hintergrund kaum zu unterscheiden. Ja, dann haben wir hier schon den Luftballon, den wir brauchen. Den holen wir uns einfach. Gehen dann wieder nach links unten. Gehen hier weiter nach oben, hier wieder aufpassen, nicht zu weit reinlaufen wegen den Stachelfallen, dann hier weiter, hier hoch, hier wieder auf diesen kleinen Turm, dann hier weiter, hier hoch und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Der nächste Part bis zum nächsten Checkpoint ist eigentlich auch relativ einfach. Wir haben also durch den Tod von dem Assassinen hier schon die Brücke runtergefahren. Dann muss man hier in dem Part gegen einen Assassinen kämpfen. Den bekämpfen wir am besten hier. Dann geht die Brücke runter. Dann geht man hier weiter.
springt hier am besten drüber, tötet hier noch einen Assassinen, dann geht die Brücke runter und dann springt man einfach von hier auf diese Brücke drauf, geht hier drumherum und dann kennt ihr das Spiel hier. Ihr müsst nun lediglich hier den Oktopus wieder füttern, holt euch einfach hier immer wieder hier unten die Fischchen ab, hier einfach, dann geht ihr hier hoch, hier entlang auf das Trampolin, dann direkt reindrehen, drumherum gehen, aufs Dach jetzt also drauf. Und dann einfach vom Dach dann auf den Oktopus springen und füttern. Hier nochmal ganz wichtig, der geht ja immer zwei Etagen runter. Auf jeder Etage sind in der Mitte Spikes. Das heißt, ich empfehle euch einfach auf Nummer sicher zu gehen, immer von oben drauf zu springen. Aber ihr könnt natürlich auch am Rand der Spikes entlang. Und habt ihr das geschafft, dann könnt ihr einfach hier am Rand entlang. Geht auf diese Plattform und wir haben den nächsten Checkpoint. Im folgenden Part werde ich dann wieder direkt wieder zwei Checkpoints verknüpfen, denn es ist hier wirklich nichts, was irgendwie im Tribulation Mode besonders schwierig ist. Deshalb einfach hier, wie ihr es schon kennt aus dem Normal Mode oder auch nicht kennt, einfach weiterspringen, immer schön vom Rand, damit ihr auch wirklich den nächsten Sprung schafft. Denn die Teile, die sehen stellenweise so aus, als könnte man es nicht schaffen. Es ist aber wirklich relativ einfach. Bewegt euch also einfach Stück für Stück so weiter. Dann natürlich hier rein, dann bis zur obersten Plattform springen nach Möglichkeit. Hier auch aktivieren. Dann gehen wir nach rechts weiter, springen hier wieder auf den Baum drauf. Wie wir es auch im Normal Mode machen würden, dann hier rüber. Hier oben lang. Der nervt mich gerade, der hat mich getroffen. Müsst ihr aber natürlich nicht töten, dann geht es weiter hier nach rechts. Und hier, wie gehabt, auch im neuen Mode, die Kröten. Die können natürlich gefährlich werden, ihr könnt auch ganz einfach durchdodgen, so wie ich es gerade mache. So, und wenn ihr das habt, dann geht es einfach hier gleich weiter, rechts entlang, weiter hoch. Und wir haben den nächsten Checkpoint. Der nächste Abschnitt, also der nächste Weg bis zum Checkpoint, ist dann eigentlich relativ einfach. Ihr müsst lediglich allen Pfeilfallen ausweichen. Das sind also diese Bereiche hier in der Wand, in den Säulen. Und ihr könnt eigentlich auch die ganzen Assassinen töten. Die sind nämlich stellenweise ganz schön anstrengend, da immer drauf achten. Ja, sonst ist es eigentlich leicht. Ihr seht das hier immer deutlich an der Innenseite der Säulen, sind die Pfeilfallen eigentlich immer ganz klar auch eingezeichnet. Das heißt eingezeichnet, markiert mit diesen Öffnungen. Da könnt ihr eigentlich gar nicht reinlaufen, wenn ihr immer auf den Rand achtet. Ja, dann geht es hier wieder weiter hoch. Auch hier ist ein bisschen besonders am rechten Rand entlang. Ist wirklich kein großes Problem. Eine einzige Schwierigkeit, die ich immer oft habe, wenn ich wieder ein bisschen blind durchlaufe, ist dann ganz oben. Das heißt, wenn wir eigentlich schon kurz vorm Ziel sind, da gibt es dann nämlich eine Pfeilfalle, die rechts am Rand erscheint. Und wie ihr hier gerade sehen könnt, sind eigentlich rechts am Rand nie Pfeilfallen. Ne, also hier an diesen Säulen. Und das ist immer eine kleine Falle. Es ist jetzt oben im Gongraum. Da haltet ihr euch ja normalerweise auch wieder hier ein bisschen links, macht also hier so eine ganz seltsame Abkürzung. Und hier genau ist diese Falle, die ich meine, die man also gerne mal übersieht. Hier also einfach schräg durchspringen, dann hier wieder drauf achten, hier ist also nichts, hier kann man wieder laufen. Und dann seht ihr schon auch, bis zum nächsten Abschnitt ist nichts mehr. Und jetzt ist es wichtig, der Gong wird also irgendwann unten ankommen. Wir aktivieren den mit der Hand, machen also den Gong. So, und jetzt bewegt sich das. Jetzt einfach mal mit Absicht sterben, das hilft da meistens. Denn wir müssen jetzt natürlich rechtzeitig unten sein, wenn der Gong ankommt, also einfach sterben, dann laufen wir rein. Wir hören dann schon, der Gong bewegt sich also nach unten, dann werden wir einfach hier runterlaufen. Und die Falle, die wir also dodgen müssen, das sind diese beiden Fallen hier, die wir da schon sehen. Hier die eine und da die zweite und der Gong fährt also hier raus und genau diese, nee, sogar die drei Fallen, genau, die müssen wir also dodgen. Also warten wir jetzt, der Gong kommt. Und sobald der Gong auf der Höhe ist, der Falle, können wir also da dran vorbeilaufen. Ich würde einfach immer so auf der Höhe bleiben. So, und siehe da, wir haben es schon geschafft. Der Gong fällt nach unten, blumps, und wir können also jetzt zum Checkpoint. Das ist eigentlich auch nur noch eine Sache von dem ganz normalen Laufen, wie wir es auch schon im Normal Mode kennen. Da gibt es also keine Schwierigkeit mehr. Das wäre auch echt gemein. Ja, und wir haben den vorletzten Checkpoint erreicht. Der Trick vom nächsten Checkpoint oder zum nächsten Checkpoint ist eigentlich ganz klar, einfach immer nach vorne zu laufen. Ihr geht also hier immer in genau den Teleporter, der also vor euch liegt. Das ist der ganze Trick der Sache. Also immer nach vorne. Ihr müsst nichts anderes machen, als immer nach vorne zu gehen. Und dann seht ihr schon, wir sind also am nächsten Checkpoint und haben den erreicht. Der nächste Teil ist auch sehr einfach, wenn ihr den Weg kennt. Haha, wie lustig. Lauft natürlich nicht in die erste Stachelfalle, wie ich es mache. Ihr müsst jetzt immer aufpassen, alle Plattformen hier sind voll mit Stacheln gespickt. Also ich springe jetzt immer nur auf die Plattformen, die also wirklich auch stachelfrei sind. Achtet immer darauf bei den Trampolinsprüngen. Macht am besten einen Zwischensprung und versucht dann vom Rand des Trampolins zu springen und beim nach vorne springen direkt auch die Sprungtaste zu drücken. Also Rand und W drücken.
Dasselbe dann bei dem Rest auch machen. Hier könnt ihr einen Zwischensprung machen, dann hier drauf auf die Wolke, auf diese Säule und jetzt geht's einfach nach oben. Hier müsst ihr nicht groß aufpassen, die Fische können euch zwar treffen, aber das passiert eigentlich sehr selten. Jetzt holt ihr euch noch den Luftballon, auch das ist kein Problem sicherlich für euch. Über die Wolken dann zur Wolke und wir haben den nächsten Checkpoint. So, zum nächsten Checkpoint ist es eigentlich ein sehr leichter Weg. Ihr springt hier lediglich über ein paar Wolken drüber und dann seid ihr auch schon auf dem Zielgebiet. Hier einfach bei dem Eis ein bisschen Gas geben, da müsst ihr keine Angst haben. Da könnt ihr in kaum was reinrutschen. Dann geht es einfach hier hoch. Hier vorne könnt ihr ein bisschen vorsichtiger sein. Hier einfach um die Ecke drumherum. Das könnt ihr auch ein bisschen schneller, wenn ihr geübt seid. Dann geht es hier einfach weiter. Hier auch wieder um die Ecke drumherum. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Jetzt einfach ein bisschen nach oben kämpfen. Das macht ihr einfach, indem ihr immer wieder springt. Ihr könnt euch auch von Safe Spot zu Safe Spot kämpfen. Und habt ihr das erreicht, dann seid ihr auch schon am nächsten Checkpoint. So, jetzt geht es nur noch darum, den Weg zum Boss zu öffnen. Ihr springt hier erstmal runter, bleibt jetzt hier links am besten. Also hier einfach links am Rand bleiben. Seid ihr hier angekommen, dann einfach nach oben. Jetzt rechts halten, hier immer weiter rechts, über die Wolke hoch, dann hier nach ganz oben. Müsst ihr nicht unbedingt, aber könnt ihr machen. Nicht von den Fischen treffen lassen, ganz wichtig. Dann geht es weiter hier nach oben, hier immer weiter. Und wir betätigen hier natürlich den Gong, wenn wir nicht wegrutschen. Hier so einfach einmal den Gong betätigt. Und ihr könnt dann natürlich über diesen Baumstamm zurückspringen, wenn ihr das möchtet. Müsst dann lediglich natürlich hier wieder auf das Zielgebiet, also hier nach oben. Und könnt dann von dem Gebiet hier, also von dem Checkpoint hier rüberspringen. Und jetzt ist es eigentlich genauso ein Boss wie bei jeder anderen Zone auch. Ihr habt jetzt wieder einfach nur die Aufgabe, diesem Kreisangriff auszuweichen, weil der natürlich wieder euch hier nach unten stoßen würde. Und hier natürlich diesen Viererschuss ausweichen. Das heißt, sobald er wieder lacht, dann auf jeden Fall schon mal rollen, wenn er diese, ja, wenn er diese Linie macht, weil die euch eben sofort auch zu Boden haut. Da mal aufpassen und sonst ist es wirklich mega easy. Könnt eigentlich nicht viel falsch machen. So, jetzt wird er gleich lachen. Und ihr kennt das ja dann, was wir dann machen müssen. Genau jetzt. Jetzt also einmal rollen. Ihr seid ausgewichen und das ganze Ding ist eigentlich schon durch. Ja, und damit hätten wir dann eigentlich auch Zone 2 geschafft und können uns der Zone 3 widmen. So Leute, damit fangen wir an mit Zone 3 der zweiten Welt. Hier geht's direkt los. Hier ist gleich so ein Kantensprung. Hier würde ich immer die W-Taste gedrückt halten, dass ihr da auch wirklich hochkommt. Nicht so wie ich gerade runterspringen natürlich. Also hier W-Taste gedrückt halten. Dann geht's hier um die Ecke. Wir holen uns hier oben den Luftballon. Dann geht's hier um die Ecke. Hier ganz wichtig, immer schön auf die Kanten zielen von den Ecksprüngen. Ihr müsst nicht wirklich um die Ecke zielen. Das geht auch alles so. Dann hier wiederum so ein Ecksprung. Das ist auch sehr einfach. Auf die Spitze des Baumes zielen. Und jetzt kommt der erste schwierige Sprung für viele. Hier bietet es sich einfach an, an die Kante zu gehen, Sprung zu drücken und nach vorne zu laufen. Das reicht meistens aus. Und jetzt kommt der Sprung, der eigentlich den letzten Nerv bei manchen bricht, den Willen überhaupt weiterzumachen. Das ist dieser Ecksprung. Hier müsst ihr lediglich nach vorne springen, so mal ist immer, und dann einfach links reindrehen, wenn ihr die Kante links von euch seht. Funktioniert bei mir eigentlich jedes Mal. Ist wirklich nicht so schwer. Dann geht es hier weiter über diese Abgründe. Hier weiter, dann hier hoch. Hier ist immer so ein Sprung. Hier immer schön die W-Taste gedrückt halten, damit ihr da auch hochkommt. Das sind nämlich diese Kantensprünge, die richtig, richtig nerven können. Ja, dann geht es hier weiter um die Ecke. Hier ist immer so ein Ecksprung da. Das ist wirklich sehr einfach. Einfach reindrehen. Jetzt ist hier, ich habe schon einen Probelauf gemacht, einfach nur mal, um den Weg mehr einzuprägen. Hier ist eigentlich eine Hand, die euch entgegengeflogen kommt. Deshalb hier ganz wichtig, springt hier und macht sofort eine Rolle nach vorne, damit ihr dann nicht getötet werdet, und wir haben den ersten Checkpoint. So, der nächste Part ist eigentlich sehr einfach. Wir sind also von der Wolke hier zu dem Checkpoint gelaufen. Das ist jetzt der nächste Hub. Jetzt geht es immer wieder hier hoch. Das heißt, wenn ihr sterbt, dann lauft ihr einfach diesen Weg hier hoch. Das ist sehr einfach. Wir lassen jetzt auch eine Wolke aus. Das ist die hier unten. Die hätten wir uns geholt mit dem Luftballon hier drüben. Die brauchen wir aber nicht. Wir machen also hier weiter. Immer schön um die Ecken springen, um die Ecken springen. Hier ganz wichtig, auf den Rand zu springen von der Plattform, denn links von uns sind Stachelfallen, da wollen wir natürlich nicht reinlaufen. Dann geht es weiter geradeaus, 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 hier um die Ecke, dann hier ein bisschen früher abspringen, nach links reindrehen, damit wir auf diese Plattform kommen. Dann hier hoch, da könnt ihr wieder einfach W gedrückt halten. Jetzt geht es hier darum, um die Ecke zu springen, lauft einfach so geradewegs drauf zu und dann einfach um die Ecke. Das dürfte eigentlich jetzt mittlerweile bei allen drin sein, jetzt hier zumindest auf der Karte. Das ist also eine ganz normale Taktik hier. Und dann geht es einfach weiter nach oben, oben, oben. Wir benutzen hier die Fackel oder eben was ihr auch immer ihr da habt und wir haben den nächsten Checkpoint.
So, für den nächsten Part, bis zur nächsten Wolke, bietet es sich wieder an, ein bisschen den Dodge-Jump zu beherrschen. Das macht 1-2 Sprünge sehr einfach. Wir bewegen uns hier erstmal nach links weiter, hier links weiter, hier links weiter. Hier zum Beispiel ist der erste Part, da könnt ihr normalerweise auch ohne Dodge-Jump. Und hier der zweite Part, das geht auch ohne. Ihr müsstet da immer nur ein bisschen drauf aufpassen, wirklich auch weit nach vorne zu zielen. Dann geht es hier um die Ecke, hier hoch am besten, von hier am besten schon springen, auf die Ecke zielen. Dann geht es hier rüber, hier sich den Luftballon holen, dann hier auf die Kante springen. Dann hier noch auf die Kante springen und hier ist auch wieder so ein Sprung. Dodge Jump ist am einfachsten, einfach rüber und wir haben den nächsten Checkpoint. Der nächste Part ist nicht ganz so einfach, wir müssen jetzt also hier ein gutes Timing hinlegen. Deshalb empfehle ich euch hier zu warten, bis sich der erste Mund schließt und dann loszulaufen. Ihr müsst es also ein bisschen abpassen und zwar jetzt laufen wir los, machen dann hier eine Dodge-Rolle. Können natürlich auch ganz, ganz normal hier durchlaufen und springen, aber so ist es ein bisschen leichter. Dann warten wir hier ganz kurz. Zielen neu und springen hier rüber. Die Boxshare-Wolke macht mir eigentlich nie Probleme, die trifft mich komischerweise eigentlich auch nie. Ihr könnt der natürlich auch dodgen. Dann geht es hier wieder um, ja, mit so Ecksprüngen um die Ecken und so. Wichtig ist hierbei, bei jedem Sprung einfach die W-Taste gedrückt zu halten, damit ihr über die Kanten kommt. Dann Luftballon holen, hier runterfallen. Ja, dann geht es hier einfach am Rand entlang. Hier wichtig, einfach nach drüben springen. Hier auch sehr wichtig, abwarten, bis der Wind aufhört. Dann habt ihr natürlich ein kurzes Zeitfenster, springt hier hoch. Das gleiche Spiel dann hier oben bei dem Wind. Auch einfach warten, bis er wieder zu ist, der Mund. Und dann hier rüber den Teleporter benutzen und die Wolke aktivieren. Der nächste Teil, also der nächste Punkt bis zum Checkpoint, der nächste Weg ist eigentlich sehr straightforward, wie man so schön sagt. Ihr seht natürlich jetzt nicht, dass ich hier schon alle Hände aktiviert habe, denn ich mache hier immer so einen kleinen Testlauf. Den müsst ihr also ausweichen, diesen Händen, wie ihr da oben, glaube ich, gleich nochmal eine seht. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, genau, da oben diese Hände, die werden ja meistens zu Raketen, da immer schön aufpassen. Ja, dann geht ihr einfach wirklich den Weg hoch. Es gibt eigentlich nur einen Weg. Ihr könnt also hier im Prinzip nichts falsch machen. Ihr könnt einfach nur immer schauen, okay, gut, wo ist der nächste Vorsprung, wo geht's nach oben? Oder ihr folgt einfach jetzt hier straight meinem Weg. Ich springe also auch einfach immer von Vorsprung zu Vorsprung, immer mit dem Blick, okay, gut, wo ist der nächste, wo geht's nach oben? Müsst ihr euch immer ein bisschen auch reindrehen. Es gibt hier eigentlich auch kaum Sprünge, wenn ich jetzt so überlege, die ihr fehlen könnt, bis auf den einen, den ich gerade versage. Aber das macht nichts. Dafür gibt es hier immer wieder eine Plattform, von der ihr hochkommt. Dann geht es hier einfach immer wieder über Abgründe. Hier die Eis, ja, die Eiswege sind auch kein großes Problem, weil ihr euch nicht wirklich lange da drauf aufhaltet. Dann geht es hier rüber, hier hoch, hier hoch. Es gibt eigentlich auch immer, wenn ihr nach unten fallt, wieder eine Etage, einfach den Weg zurück. Also es kann eigentlich nie komplett in die Hose gehen, müsst euch hier also keine Sorgen machen. Hier über die Ecken hochspringen, dann hier hochspringen, hier hoch, hier hoch. Hier ist ein, ja, weiterer Sprung, aber auch der ist nicht wirklich ein Problem. Auch hier die Eisfläche könnt ihr perfekt zum Springen mit nutzen. Dann geht es hier weiter hoch, hier weiter hoch, hier weiter hoch. Hier müsst ihr einfach mal drumherum springen um diese eine Plattform. Dann könnt ihr einfach hier weitermachen, hier rechts entlang, hier drauf springen, hier hoch, hier hoch. Dann springt ihr hier hoch oder, wir springen einfach hier um die Ecke. Das ist am einfachsten. Sind jetzt hier oben und aktivieren da hinten den Checkpoint. Und damit haben wir auch schon den nächsten aktiviert. Ihr könnt hier einfach die Wolke ignorieren, lauft einfach dran vorbei, holt euch den Checkpoint und fertig. Für den nächsten Part habe ich dann schon einmal den Teleporter vorbereitet, habe den also dahin gefahren, da wo er eigentlich auch dann stehen sollte. Das könnt ihr machen, während euch die Wolke hier verfolgt, kostet euch vielleicht ein Leben oder so. Dann geht es hier nach unten weiter. Hier kommt auch gleich ein bisschen ein gefährlicher Sprung. Hier müssen wir also hier auf diese kleine Plattform springen. Da hilft auch gelegentlich der Dodge Jump. Dann hier unten wiederum ist auch eure Aufgabe, den Teleporter an die Position zu rücken, wo er jetzt schon steht. Da müsst ihr einfach mal aufpassen, dass euch der Wind nicht erwischt. Ansonsten ist das eigentlich eine leichte Position, die auch da eben, ja, das auch da zu platzieren. Wartet da einfach, bis der Wind ausgeht und fallt dann nach unten. So, Potter benutzt. Und dann kommt hier oftmals, ja, das ist keine Ziege, es ist ein Widder. Der springt da runter, dem einfach ausweichen. Den Luftballon können wir noch nicht benutzen, denn wir müssen jetzt hier erstmal den Teleporter bereit machen für den Luftballon. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Nach Möglichkeit aktivieren praktisch dann, ja, diese Eiswand. Wir müssen jetzt nochmal diese Hand aktivieren, damit wir jetzt eben den Teleporter dahin rücken wollen, wo wir den auch dann brauchen später, um den Luftballon auch mit der Wolke zu benutzen. So, jetzt muss ich natürlich das Ding nochmal aufmachen, sonst war ich ein bisschen zu langsam. So, dann einfach nochmal mit der Hand draufhauen und dann dürfte der auch schon in die Position rücken, indem wir, ja, den Potter dann brauchen. Ihr könnt jetzt nochmal hier zurücklaufen und euch, ja, den zunutze machen, also einmal reingehen. Und dann sind wir auch schon wieder hier, können hier also auch wiederum den Stein entsprechend platzieren.
um dann springen zu können. Gehen also hier nochmal hin, gehen jetzt hier rüber. Und siehe da, wir sind jetzt also eigentlich auf der Rückseite von der Wand, bei der wir vorhin schon waren. Das heißt, jetzt kommt hier wieder die Gewitterwolke. So, und jetzt wiederum könnt ihr einfach den ganz normalen Weg gehen, könnt dann wiederum hier dann zur Wolke. Das heißt, wir müssten jetzt einfach nochmal von hier unten anfangen, den gleichen Weg, den wir eben gegangen sind. Hier mit dem gefährlichen Sprung, sage ich mal, den man, ja okay, wenn man den gefährlich nennen kann, und ja, den Ballon holen und mit dem Ballon dann also den gleichen Weg, den wir gerade gegangen sind, damit wir dann wiederum die Wolke aktivieren können. Also hier einfach auf den Potter gehen, hier rein, warten, bis der wieder springt. Muss also wieder vorbei, sonst fällt ihr wirklich sehr, sehr schnell nach unten. Ballon holen, in den Teleporter rein, nach hinten drehen, hier warten, bis der Wind aus ist. Hier in den Potter rein und jetzt einfach den Weg, den wir eben gegangen sind, hier nochmal lang. Das heißt, hier jetzt einfach, oh, hier einfach hier hin und dann einfach direkt in den Teleporter springen. Und siehe da, wir haben den nächsten Checkpoint. Der nächste Part ist eigentlich sehr einfach. Wir müssen jetzt lediglich ein paar Stachelfallen beachten, eigentlich auch nur zwei. Die erste ist hier gleich auf dem Schneefeld vor uns. Wir springen jetzt also hier drauf, laufen hier weiter, immer schön links bleiben wegen dem Schneefeld. Jetzt hier links auf den Berg drauf. Hier einfach Stück für Stück den Berg hoch, auf die Kanten springen, die Vorsprünge hier, hier. Beim nächsten Part wichtig einfach durchzulaufen, ihr rutscht jetzt nämlich, Sprung, Sprung und Sprung und schon seid ihr hier drüber. Ihr könnt nämlich eigentlich nicht wirklich warten, es sei denn ihr wollt den Bär unbedingt besiegen, aber das lohnt sich eigentlich nicht, deshalb springt einfach weiter. Dann hier geradeaus in diesen Teleporter springen, das ist also das Ziel, das wir wollen. Jetzt ist es wichtig, direkt geradeaus an die Wand zu laufen. Hier links vor uns ist nämlich eine Stachelfalle, die wollen wir natürlich nicht triggern. Hier rüber, dann hier entlang und jetzt triggern wir ganz kurz diesen großen, ja, die große Wolke mit der Schockwelle. Die lassen wir auslaufen, gehen jetzt nochmal zurück und jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Wir lassen die nochmal gleich aufploppen oder ihr macht das gleich so, springt also hier hoch. Genau so kann man es machen. Jetzt springen wir nach Möglichkeit nicht so zurück. Wir gehen nochmal ganz kurz den Weg zurück. Wichtig ist nämlich, dass ihr hier bei diesen Schrägen, bei den Treppen, auf jeden Fall immer so springt, dass ihr gerade springt, weil ihr sonst nach links oder rechts nach unten rutscht. Ich zeige euch das nochmal. Wir springen also so hin, dass wir gerade nach oben springen können. 1, 2, 3. So, springen hier rüber und sind jetzt hier drüben. Jetzt aktiviert sich hier auch nochmal eine Wolke. Der können wir auch einfach ausweichen, also dem Schockschild ausweichen. Hier aktivieren wir die ganzen Plattformen. Nummer 1, 2, 3, 4 und jetzt hier noch die 5. Und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Der nächste Part ist sehr, sehr einfach, wenn ihr wisst, was ihr tut, wie bei allen Parts. Jetzt gehen wir einfach hier geradeaus weiter. Die Banane können wir getrost ignorieren, die kann uns nicht wirklich was. Die wirft sowieso immer diesen Eiskristall irgendwo hin. Den großen Eiskristall hier vor uns können wir dann mit 133133 der Flöte kaputt machen oder einfach mit Bomben. Dann einfach draufspringen, direkt weiterspringen, denn, und das ist das Wichtige, der Eiskristall selbst oder der Eiszapfen ist also auch eine Rutschpartie, also einfach geradeaus weiter. Dann hier die Bombe noch auslösen und jetzt poppen gleich diese großen Teile auf, da einfach durchdodgen und wir haben den nächsten Checkpoint. Im nächsten Part wollen wir hier erstmal alle Bananen töten. Ihr könnt auch die Fässer kaputt machen, wenn ihr wollt. Dann gehen wir über die Wolken. Das ist natürlich alles auch während des Laufes. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, damit der Lauf ein bisschen flüssiger vonstatten geht. Dann springt ihr hier von Quadrat zu Quadrat. Denkt immer daran, nicht zu viele Quadrate zu überspringen, weil ihr sonst mit dem Speed durchs Rutschen mehr Geschwindigkeit bekommt. Dann springen wir an der Wolke vorbei. Ihr könnt dann hier einfach kurz warten. Wir wollen jetzt warten, bis sich der Mund da öffnet. Denn dieser Mund ist also das Problem, wenn wir jetzt hier schon versuchen, zwischendurch zu springen. Wir warten also jetzt ganz kurz hier, bis der aufgeht und wieder zugeht. Dann machen wir weiter. Jetzt ist also der Zeitpunkt gekommen. Jetzt poppt hier gleich eine große Wolke auf. Die dodgen wir, indem wir hier rüber springen. Jetzt warten wir noch, bis der Mund aufgegangen ist. Und dann können wir direkt hier das tauen lassen, den Luftballon holen und die Wolke dahinter aktivieren. So, wir lassen das tauen, holen uns den Luftballon und aktivieren den Checkpoint. Der nächste Part ist eigentlich komplett wie im normalen Modus. Ich habe jetzt schon mal hier diese Pyramide vorbereitet, die kennt ihr ja. Einfach gucken, was die ganzen Widder treffen, entsprechend dann alles andere aktivieren. Dann machen die das schon von selbst, dann müsst ihr nichts anderes tun. So, dann geht ihr einfach hier hoch. Das ist ganz normal der Weg, den wir auch normalerweise gehen würden. Und auch hier haben wir dann einfach den nächsten Checkpoint. Von dem Checkpoint aus ist es eigentlich auch genauso wie beim anderen. Das heißt, wir können auch hier ganz, ganz viel Zeit sparen. Wir nehmen uns hier den Luftballon mit, springen hier runter und können uns hier jetzt, wenn wir das möchten, einen Checkpoint holen. Ist absolut nicht notwendig, könnt ihr euch komplett sparen eigentlich. Aber wer hier große Probleme hat bei der Rampe, der kann sich das holen. Wir überspringen jetzt einfach mal einen Schnitt, weil jetzt wirklich der ganze Weg hier hoch bis zum nächsten Checkpoint der gleiche ist. Die haben das also hier ein bisschen vereinfacht im Tribulation Mode mit dieser Zwischenstufe. Aber
Aber ganz ehrlich, wer da die Zwischenstufe braucht, das würde mich schon wundern, wenn ihr die auch benötigt. Das heißt, hier einfach weiter hochgehen, nicht groß drum kümmern um die Eisbären. Ihr könnt wirklich eigentlich immer in einer geraden Linie hoch, müsst immer mal ein bisschen justieren, je nachdem, wo gerade noch eine Plattform ist, die ihr eigentlich abpassen müsst. Gelegentlich treffen euch auch die Eisbären, das ist aber kein großes Problem. Einfach immer Wege drückt halten und springen drücken, dann sollte das kein Problem sein, hier dieser Abschnitt. Na, ihr seht das schon, es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber es ist eigentlich der einzige Ort hier, an dem ihr wirklich ein bisschen Zeit verliert, wenn ihr den Rest ganz, ganz gut könnt, weil ihr hier eben auch nicht wirklich skippen könnt. Hier ist nochmal ganz wichtig, ganz oben wirklich die Mitte zu treffen, weil eben die Stachelfallen da sind und nach Möglichkeit euch nicht vom Wind treffen zu lassen. Und habt ihr das alles richtig gut gemacht und gemeistert, dann gibt es hier die Treppe und letztlich diesen Checkpoint. Der nächste Abschnitt auch komplett ist, also so wie im Normal Mode, da müsst ihr jetzt wirklich nicht viel beherrschen. Also hier auch einfach auf diesen Eisbrücken, die zusammenbrechen, einfach immer nach vorne drücken und also Weg gedrückt halten und springen. Ihr solltet hier eigentlich wirklich überhaupt keine Probleme haben. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn es hier irgendwelche Probleme gäbe. Hier einfach weitermachen, das den ganzen Weg. Auch hier gibt es keine Extrafallen, die wir irgendwie jetzt im Tribulation Mode hätten. Einfach weiterspringen, immer auch schön weiter Weg gedrückt halten, ganz wichtig. Hier nochmal der Tipp von mir auch, bleibt wirklich gerade, versucht nicht nach links oder rechts abzudriften, weil ihr sonst mit großer Wahrscheinlichkeit in den Abgrund rutscht. Ansonsten ist dieser Part hier wirklich einfach Kikifax. Es kann man eigentlich nicht failen, nicht wirklich, es sei denn, man rutscht eben wirklich links, rechts rüber. Im nächsten Teil ist es wieder wichtig, darauf zu achten, dass ihr auf die Widder wieder aufpasst, dass die also schon mal wegspringen, weil die euch eben sonst gerne mal aus den Latschen hauen. Das heißt, auf diesen großen Plattformen immer aufpassen, wenn die Widder da drauf treffen, dann entsteht diese Druckwelle und die kann eben sehr gefährlich werden. Deshalb da immer aufpassen, ansonsten ganz normal einfach vorbeispringen. Hier auch einfach das sind wieder diese Sprünge, das ist zum Beispiel einer von diesen nervigen Sprüngen, die oftmals nicht klappen, ganz normal, da mache ich immer gerne den Dodge-Jump. Ihr könnt natürlich ganz normal nach vorne drücken und dann haben wir auch hier gleich den nächsten Checkpoint erreicht und sind mit dem Teil fertig. Der nächste Teil wird viele Leute unter Druck setzen, die nicht schnell springen können oder Probleme haben, schnell und sicher zu springen. Ihr müsst jetzt nämlich hier über Wolken springen, die nur ganz, ganz kurz aufploppen und die dürft eben natürlich nicht von den Druckwellen erfasst werden. Wenn das doch geschieht, dann habt ihr oftmals Glück und könnt dann von einer Wolke zur nächsten noch hüpfen, wie bei mir jetzt gerade der Fall war, und jetzt einfach hier weiter den Luftballon holen. Hier immer aufpassen, dass ihr wirklich von der Kante springt, weil sonst die Wolkenreichweite oder die Entfernung zwischen den Wolken nicht ganz so groß ist. Ja, und jetzt wollen wir einfach hier durchjumpen, um an diesen Wolken vorbeizukommen. Hier aufpassen, dass ihr nicht von der Kante fallt. Dann gehen wir einfach hier hoch und aktivieren die nächste Wolke. Für den nächsten Part ist es ungemein wichtig, den Song zu können, auf den ich schon mal hingewiesen habe, also 1331331. Ich glaube, der wird auch Shatter Song genannt hier. Einfach googeln oder ich mache auch nochmal ein kleines Guide-Video dazu, wenn ihr das möchtet. Schreibt es einfach in die Kommentare, das wird natürlich dann ein bisschen kurzfristig, aber ich kann das noch machen. Ja, jetzt einfach hier vom Eiszapfen hier rüber, dann hier mal aufpassen auf diese Eiszapfen, dass die euch nicht erwischen. Ihr könnt jetzt Folgendes machen, ganz wichtig, wir wollen jetzt hier starten auf dieser Plattform. Sobald der Mund zu ist, laufen wir los. Jetzt ist also der Zeitpunkt gekommen. Und wir wollen jetzt natürlich hier aufpassen, eigentlich da drumherum. Ich habe das jetzt ein bisschen so getimt, dass wir da locker die Unverwundbarkeit mitnehmen können. Wichtig ist für euch eigentlich ab diesem Punkt, dass ihr eben direkt nach links springt. So schafft ihr es eigentlich auch, diesen Wind zu dodgen. Aber ihr könnt das eben auch mit dieser Schockwelle und dem Schutzschild dann der Unverwundbarkeit nutzen, wenn ihr möchtet. Und wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. So, beim nächsten Part möchte ich natürlich überspringen, dass wir jetzt gegen den Yeti kämpfen. Den Kampf kennt ihr alle, ihr könnt ihn betäuben, könnt ihr die Plattform zum Ausweichen benutzen. Einfach nur, totzergen. Wenn ihr dann sterbt, einfach wieder hochlaufen. Dann wird der Teleporter aktiviert. Hier ganz wichtig, lauft nicht nach vorne. Wir haben hier nämlich Stachelfallen. Wir laufen hier nach links, links herum und dann erst auf den Teleporter, sonst sterbt ihr hier nämlich. Und dann haben wir auch schon den letzten erreicht. Kommen wir also nun zum letzten Checkpoint und dem Bossfight. Der ist eigentlich nur dahingehend unterschiedlich zum Normal Mode, dass ihr im Bossfight hier neben dem normalen Boss noch so kleine Kristalle habt oder so Kugeln, die euch angreifen. Macht das Ganze mal, geht also ganz nah ran, damit ihr mehr Zeit habt noch mit der normalen Attacke. Timet das sehr gut mit dieser Hand, damit ihr hier wirklich in der Zwischenzeit noch draufschlagen könnt. Hier die Kugelblitze sind eben das Gefährliche dann noch. Aber auch die sind eigentlich sehr, 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 sehr leicht kaputt zu machen. Die haben nur, ich glaube, ja, ein Treffer braucht ihr nur dafür. Und ihr könnt hier diese Zwischenphasen immer unglaublich gut nutzen für mehr Schaden auf dem Sturmzauberer. Geht so nah ran wie möglich, damit ihr dann eben in den Phasen, wenn ihr die Position wechselt, auch ganz viel Schaden drauf macht. Ihr seht das schon, das ist wirklich Kikifax. Kikifax ist heute irgendwie das Wort des Tages.
Ja, jetzt habe ich es natürlich nicht ganz geschafft. Also guckt auch immer, dass ihr natürlich die Kugelblitze rechtzeitig kaputt macht. So, jetzt zum Beispiel habe ich es auch nicht geschafft. Ah, jetzt hat der Kugelblitz das geblockt. Ja, und so könnt ihr das also Stück für Stück machen. Schön timen, dass ihr auch das schön trefft. Dann natürlich ganz normal angreifen. Wenn er jetzt hier diesen Ansturm macht, was er jetzt gleich machen wird, dann einfach weglaufen. Im Kreis am besten drumherum. Das ist nicht wirklich schwierig. Da müsst ihr einfach ein bisschen weglaufen und ja, hier die Kugelblitze mal wieder kaputt machen. Wenn er dann auftaucht wieder, das typische Spiel. Ihr könnt natürlich immer schön im Kreis rumlaufen. Ihr merkt dann auch schon, ihr habt immer zwischendurch noch ein bisschen Zeit, Schaden zu machen, auch wenn er euch verfolgt mit diesem komischen Anstürmen. Ja, und dann ja, einfach warten, kaputt machen. Und wir kommen dann auch gleich in die zweite Phase. Auch da ist eigentlich alles gleich. Das heißt, auch diese Phase muss ich euch jetzt nicht komplett zeigen. Ich wünsche euch einfach mit dem Kampf viel Erfolg. Hoffe, der kleine Guide hat euch ein bisschen was gebracht. Und wir sehen uns in einem nächsten Video.